Morgen Leute, komm zurück in Prachuapkirikan und schon steht das erste Event auf dem Programm. Eine Regatta, die geht vom 20. bis zum 25. Juni. Heute ist der letzte Tag. Kam also gerade noch rechtzeitig an. Prachuapkirikan Regatta. So wie es im Moment aussieht, sind sehr viele Jugendliche vertreten. Scheint sich auch um ein internationales Event zu handeln. Pardon. Is it an international event? No, it's mostly Thai, but we live in Thailand, so we enter this. Oh, thank you very much. Okay, yeah. Ja, ihr habt es gehört. It's for selection of the Thai team for the Asian Games. But children. Children and yeah, there's mostly children. Youngsters. Okay. Thank you very much for the information. Thank you. That's fine, yeah. Na, alles ein bisschen ruhig hier. Komplette Ausrüstung dabei. Und die Kleinen müssen scheinbar die Boote selbst zu Wasser bringen. Und da habe ich auch Miss Kai wieder gefunden. Einige, oder was heißt einige, viele Boote liegen schon am Strand und gegen 9.30 Uhr soll es losgehen. Ich stackel mal die Stufen runter hier. Ich wollte so ein Segel von Kopf bekommen. Rettungsboot. Das sind alles Thais, die hier am Start sind, die ihr deutlich sehen könnt. Mal abwarten, ob das überhaupt was gibt heute. Ist so gut wie kein Wind da. Gerade kurz mit einem Thai gesprochen. Seine 8-jährige Tochter geht an den Start. Schon lustig. Diesmal keine Essensstände, aber Eis und Getränke gibt es. Trinkwasser kann sich jeder
kostenlos abzapfen. Letzte Anweisungen vom Trainer. Langsam scheint es loszugehen. Jedenfalls werden einige Boote zu Wasser gelassen. Und es kam eine Ansage, die ich leider nicht verstand. Langsam geht es ein wenig hektisch zu. Kaum Zuschauer dort. Nur die Teilnehmer, wahrscheinlich mit ihren Eltern und Bekannten. Es wird natürlich in verschiedenen Klassen gestartet, wahrscheinlich nach Altersgruppen. Und die erste Klasse segelt da draußen rum. Müssen wahrscheinlich da hinten die Boje umschiffen, schlecht zu erkennen mit der Kamera. Aber die sind alle ziemlich begeistert und alles läuft sehr ruhig und diszipliniert ab. Da kommt eins der größeren Boote. Ja Leute, das war es von der Regatta in Patschwab-Pirikan. Meine Kamera ist nicht so gut geeignet für diese Events aufzunehmen, wenn die sich in weiterer Ferne abspielen. Leider kein Zoom, wie schon des Öfteren erwähnt. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.